Die Konzert GmbH in Freiberg übernimmt für kleine bis mittelständige Unternehmen unterschiedlichster Branchen Aufgaben zum zentralen Thema Arbeitsschutz. Als externer Dienstleister beraten und unterstützen die Mitarbeiter des Unternehmens in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der Arbeitsschutzmaßnahmen nach den geltenden Gesetzen sowie den weiteren einschlägigen Rechtsvorschriften. Diplom-Ingenieur Christoph Stange ist Arbeitssicherheits- und Brandschutzbeauftragter. Herr Stange, zu Ihren Dienstleistungen gehören ja auch die Begehung und die Beurteilung von Arbeitsplätzen sowie die Beratung zur Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen. Was ist denn bei der Ausrichtung eines Bildschirms gegen die Blendgefahr zum Beispiel zu beachten? Und was muss denn bei der Einrichtung eines Büroarbeitsplatzes noch beachtet werden? Also zum einen ist es bei einem Büroarbeitsplatz wichtig, dass der Bediener nicht geblendet wird durch Licht, was von außen auf den Bildschirm auftrifft. Insofern sollte ein Bildschirm nach Möglichkeit und der örtlichen Gegebenheit 90 Grad zu einem Fenster stehen. Und des Weiteren ist es wichtig, bei der Einstellung des Arbeitsplatzes darauf auf die Körpergröße zu achten, sodass man den Tisch und den Bürostuhl an den Bediener anpassen kann. Des Weiteren kümmern Sie sich ja um die Lagerung von Gefahrstoffen. Was sind eigentlich Gefahrstoffe und was ist bei der Lagerung zu beachten? Also Gefahrstoffe und Produkte oder auch Gemische sind alle Stoffe, die in ihrer Wirkung reizend, ätzend, umweltgefährlich sein können. Dabei ist bei der Lagerung darauf zu achten, dass zum einen der Zutritt oder das Verwenden von unbefugten Personen ausgeschlossen wird und zum anderen die Lagerung so ist, dass man das Risiko, was durch die Gefahrstoffe besteht, auf ein minimales, akzeptierbares Risiko reduzieren kann. Arbeitsschutz wird ja großgeschrieben, gerade bei Dienstleistungsunternehmen, die mit Leiter und mit Gerüst arbeiten. Auf was ist denn bei der Verwendung eines Gerüstes vor der Benutzung zu achten? Vor der Benutzung hat eine Abnahme durch eine sachkundige Person zu erfolgen. Diese stellt nach der Abnahme einen Freigabeschein aus. Dieser sollte auch oder hat am Gerüst zu verbleiben während der gesamten Benutzung. Bei der Abnahme ist zum einen auf die Standsicherheit zu achten. Außerdem liegt im Schwerpunkt bei der Abnahme die Absturzsicherung, entweder vom Hersteller vorgeschrieben als konstruktive Lösung oder in Form einer persönlichen Schutzausrüstung, dann in Form einer Absturzsicherung mit einem Sitzgurt für den Verwender. Toi, 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 es soll nicht passieren, aber es gibt immer wieder Situationen, in denen Menschen auf dem schnellsten Wege ein Gebäude verlassen müssen. Dafür erstellen Sie mit Ihrem Unternehmen Flucht- und Rettungspläne. Warum sollte in jeder Etage eines Gebäudes solch ein Flucht- und Rettungsplan ausgehängt sein und welche wichtigen Inhalte sollte er haben? Der Mensch neigt in Gefahrensituationen zu automatischem Handeln. Das heißt, er möchte nach Möglichkeit ein Gebäude auf dem schnellsten Weg, den er schon mal kennt, verlassen. Im Gefahrenfall kann dieser Weg versperrt sein und auf einem Rettungswegplan finde ich dann wichtige Informationen wie andere Rettungswege, Erste-Hilfemaßnahmen und Feuerlöschgeräte, die dem Menschen in seiner Paniksituation dazu verhelfen, möglichst Ruhe zu bewahren und auch den Gefahren zu begegnen oder ihnen zu entkommen. Brandschutz ist oft gut, aber meistens nicht gut genug. Die Konzert GmbH bietet deshalb eine Ausbildung zum Brandschutzhelfer an. Herr Stange, warum ist diese Qualifikation so wichtig und wie läuft die Ausbildung tatsächlich ab? Ein Arbeitgeber muss 5% seiner Belegschaft als Brandschutzhelfer ausbilden. Das ist gesetzlich vorgegeben und auch von der gesetzlichen Unfallversicherung. Diese Ausbildung bieten wir in zwei Steps an. Zum einen in einer theoretischen Ausbildung, wo wir auf Entstehung eines Brandes hinweisen, aber auch schon mal Grundlagen vermitteln, wie ein Feuerlöscher zu bedienen ist und welche Punkte es dabei zu beachten gibt. In der zweiten Phase gehen wir raus und machen eine praktische Ausbildung, um einfach den Teilnehmern die Angst am Feuer zu nehmen und einfach diese Handhabung des Feuerlöschers beim Löschen auch etwas zu schulen. Die Konzert GmbH bietet seit über 10 Jahren Dienstleistungen im wissenschaftlich-technischen Sektor an. Die Experten hier im Haus verfügen über exzellentes Know-how im Bereich Arbeitssicherheit und Brandschutz. Sprechen Sie sie an und vereinbaren Sie einen Termin. Mehr Informationen bekommen Sie auch im Internet unter www.konzert-freiberg.de.